So, hallöchen liebe Leute, da sind wir auch schon wieder zu einer weiteren kleinen Buddelrunde hier in Minecraft. Ich habe gestern mich ausführlich über das Thema Beziehungen und Affären und so weiter unterhalten und mich da auch ein bisschen aufgeregt, gebe ich ja zu. Ja, das ist halt mal mein Problem, dass ich mich da auch gerne mal ein bisschen aufrege über diese Logik oder nicht vorhandene Logik von Leuten, die es nicht raffen, wann eine Beziehung, beziehungsweise eine Affäre nur eine Affäre ist und bleibt. Ja. Und womit habe ich denn gestern jetzt aufgehört? Ich habe mit dem Argument aufgehört, pass mal auf. Genau. Also, überwiegend, also ich kenne es halt Frauen, also generell, wenn, sagen wir mal, du bist die Affäre halt, ja? Und du möchtest unbedingt den Partner, den du hast, je nachdem, ob Frau oder Mann, je nachdem, was du bist oder was du hast oder was du gerne hättest, den möchtest du trotzdem haben. Wenn du denkst, boah, die Affäre ist so super, ich möchte da wirklich eine richtig feste Beziehung. Weil der oder die hat mir auch gesagt, er möchte das selber, ne, oder sie in mein. Pass mal auf, ich gehe jetzt in meinem Fall davon aus, dass ich jetzt sage sie. Ja? Also ich sage jetzt immer sie, stellvertretend für sie und er, aber ich gehe jetzt mal von meinem Standpunkt aus, weil ich ein Kerl bin, ne, ich würde dann halt natürlich Frauen bevorzugen. Ja? Und wenn sie dann ankommt und sagt, ja, pass mal auf, zu Hause läuft scheiße, ich würde ja gerne, aber es ist nicht so leicht, Schluss zu machen, bitte gib mir noch ein bisschen Zeit, du musst mir vertrauen, diese ganze Blabla-Scheiße. Ja, ich bin ein bisschen vorbelastet. Ne? Nicht aus eigener Erfahrung, sondern ne, weil ich da schon so viel mitbekommen habe an Bullshit-Gelaber. Warum ist man sich selbst so wenig wert, dass man sagt, pass mal auf, ich weiß, ich bin nur eine Affäre. Ja, ich bin Spaß, den der andere Partner mit mir hat. Und das ist auch okay so. Es kann ja auch so bleiben. Warum denn auch? Oh. Ist das Gold oder? Pass mal auf, ich will hier runter. Ist das Wasser? Oh, ich traue mich nicht. Warte mal. Ich glaube, jetzt traue ich mich, oder? Jetzt traue ich mich. Oh, wow. Ja, jetzt traue ich mich. Ah, guck mal. Ein bisschen Redstone können wir auch noch holen. Also wie gesagt, im Großen und Ganzen. Ach nee. Ach, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Mein Gott, Hilfe! Huba. Ging noch mal gut hier, ne? Guck mal hier. Jede Menge Kies. Das hole ich mir natürlich. Ich schaue mich hier mal ein bisschen um, ne? Jetzt habe ich doch keinen Screenshot gemacht. Ja, pass mal auf, ich mache mal hier so einen Screenshot. So, dann sind wir unter Tage. Oh, Halleluja. Die Musik ist viel zu harmonisch, diese Musik für die Umgebung, die wir gerade hier besudeln. Besudeln? Begehen. Wie komme ich noch auf besudeln? Bin ich doof? Ich besudel doch nicht. Ja, Beziehungsstress, ne? Beziehungen an sich sind ja schon kompliziert genug, aber eine Affäre? Also ganz ehrlich. Ich gebe ja zu, pass auf, ich gebe zu, ich hatte ja meine Affäre, ne? Aber ich war die Affäre halt. Also ich war nicht derjenige, der seinen Partner betrogen hat. Ich war die Affäre. Ja? War vielleicht nicht schön für den Partner. Aber das war mir zu dem Zeitpunkt ehrlich gesagt egal. Ne? Ist auch nicht schön. Ja, ich war da Anfang 30. Ist nicht schön. Natürlich nicht. Ne? Bin jetzt auch nicht stolz drauf. Aber zu dem Zeitpunkt war es halt so und es war auch egal. Irgendwo ein Stück weit. Ne? Soll man nicht machen und so weiter. Und ich kann das schon verstehen, dass man Gefühle hat für den Beziehungspartner. Halt, ja. Also, ne, die Affäre und so weiter. War halt natürlich alles schön, weil in so einer Affäre, da begehrt man sich auch, ne? Da liebt man und da denkt man, hoch, alles ist so schön und so weiter. Aber ich wusste zu jedem Zeitpunkt, pass mal auf, das ist nur eine Affäre. Ja, ich werde niemals diese Person halten können. Ja. Und natürlich tat es auch weh, als das dann vorbei war. Also natürlich ist es dann halt irgendwann mal vorbei gewesen. Würde ich auch ein zweites Mal nicht machen, ganz ehrlich. Also, weil das ist, die Erfahrung habe ich gemacht. Ich für mich persönlich. Wie gesagt, das schlechte Gewissen hat sich in Grenzen gehalten. Weil
Ja, gut, das ist eine andere Geschichte. Aber wie gesagt, schlechte Gewissen hat sich in Grenzen gehalten. Im Großen und Ganzen war es aber natürlich keine feine Sache. Ja, würde ich, und ich würde das auch jetzt nie wieder machen. Ganz ehrlich, weil mir das auch einfach zu, ja, zu mies wäre. Klingt jetzt blöd, vielleicht glaubt ihr mir nicht, keine Ahnung. Aber es ist, mein Gott. Also ich finde, das ist eine Sache, die ist, das ist schon, ich bin so blöd, ne? Ist schon ein bisschen mies, muss ich zugeben. Ein bisschen, in Anführungsstrichen. Ja, natürlich, für den, der betrogen wird, das ist natürlich eine richtig scheiße Sache, ne? Was habe ich jetzt hier? Feuerstein, weg damit. Die Stöcke kann ich auch eigentlich wegschmeißen, oder? Pass auf, Gold, brauche ich Gold? Ich habe viel zu viel Klamotten, ne? Birken, Holz könnte ich eigentlich weg. Egal. Bin ja eh nicht mehr lange unten. Ja, was wollte ich eigentlich sagen? Ja, wie gesagt, ne, ich war halt die Beziehung. Ne, und war zwar schön. Ne, man wird ja halt begehrt und so weiter. Und das Ding ist ja halt eine Beziehung oder eine Affäre, nicht Beziehung, eine Affäre. Der eigentliche Thrill ist ja erstmal, dass es verboten ist. Ja, das ist halt bei Menschen so, dass man halt gerne Dinge macht, die verboten sind. Ja, siehe Jugendliche, wenn sie nicht rauchen dürfen, wenn sie nicht raus dürfen nach 22 Uhr, dass sie sich aus dem Haus schleichen. Das ist halt in der Natur des Menschen. Dass die Menschen immer dann Bock auf etwas haben, wenn es verboten wird. Es ist merkwürdig, aber es ist halt, ne, muss man akzeptieren. Was auch okay ist. So, kann ich jetzt hier ein bisschen. Jetzt doch voll elegant auf ganz normale Art und Weise meine Rohstoffe wieder zusammenklaube, statt einfach mal im Kreativmodus mir die ganzen Sachen zurückzuholen, die ich ja ohne Eigenverschulden verloren habe. Aber das ist redlich hier. Aber wie gesagt, vor allem bei den Frauen habe ich das dann wirklich beobachtet, dass sie dann total, ja, total anhänglich werden auch und dann wirklich glauben, sie sind die einzig wahre Liebe und der Mann müsste jetzt halt seine Partnerin verlassen. Und das will mir nicht in den Kopf. Das will mir nicht. Ich check das nicht. Wie kann man so wenig Selbstachtung haben? Ja? Weil es ist ja auch, geht ja auch um einen selber. Man muss sich doch mehr wert sein als das. Gut, jetzt könnte ich sagen, wenn du dir mehr wert wärst, hättest du jetzt keine Affäre begonnen oder so. Ne? So ein Argument. Kann man gelten lassen. Ja, aber das sind wieder ganz andere moralische Instanzen, die du da halt wieder abgraben musst. Und ja gut, das sind wieder ganz andere Geschichten. Vielleicht bin ich auch einfach nur zu indoktriniert. Ich denke, das, was ich denke, ist richtig und alles andere ist Quatsch, keine Ahnung. Aber Liebe ist sowieso. Ich habe übrigens zu dem Zeitpunkt, Anfang 30, als diese Affäre auch zu Ende ging, ich habe ja während der ganzen Affärenzeit gedacht, ja, pass mal auf, ist eine Affäre, ich weiß, ne, ich werde die nicht halten können, obwohl es schön wäre. Was eigentlich blöd wäre, im Nachhinein rückblickend, wäre nicht schön gewesen, hätte ich die halten können. Ne, weil jeder Mensch hat auch sie Fehler gehabt und das sind Fehler, die ich, ja, so da keinen Bock drauf hätte, bin ich ganz ehrlich. Was aber auch vollkommen okay ist. So, pass mal auf, wie komme ich jetzt hier wieder hoch? Jetzt bin ich hier? Ja, ich müsste hier hochklettern, ne? Da komme ich da hinten, unten irgendwo raus. Ich möchte jetzt so ungerne. Kommt jetzt mit Sicherheit überraschend. Ich möchte jetzt so ungern in Lava rein. Ja, ich weiß, verrückt, aber. Oh, so bin ich, ne? Was habe ich denn hier gemacht, ey? Mein Gott. Aber wie gesagt, was ich sagen wollte, genau, als es dann soweit war, ne, dass ich dann halt die Beziehung halt nicht mehr hatte. Dann war das schon schmerzhaft. Ja, also die Gefühle waren da und es war richtig schmerzhaft. Und damals habe ich mir echt gedacht, weil ich muss auch dazu sagen, nachdem die Beziehung, nachdem die Affäre jetzt aufgeflogen ist, ja, sie hat sich dann halt geoutet, quasi ihrem Partner, und dann so eine ganz miese Aktion. Sie hat es dann so gedreht, ich bin so blöd, sie hat es dann so gedreht, als ja, wollte sie nur ihren Partner damit verletzen, dass er es extra gemacht hat. Und der Partner, naiv wie er war, hat das natürlich auch glauben wollen, ein Stück weit. Ne? Ist ja klar, man hat verletztes Ego und man tröstet sich halt damit. Ja, man glaubt halt der Frau und eine Frau ist sowieso eine Verführerin an sich.
Ne, weiß man ja halt, wenn eine Frau dich verführen will und bezirzen will. Meisten Frauen schaffen das auch halt. Die haben halt so einen Charme, so ein Gewissen. Ja, das ist ja auch kein Geheimnis mehr. So, und das war dann so schmerzhaft für mich, ne? Diese Enttäuschung, vor allem was vorher gesagt wurde und versprochen wurde und ach, was man auch für ein toller Mensch sei und so weiter. Und dann diese miese Aktion nur, um ihren Partner zu halten. Ja, damit er sie nicht verlässt. Boah, das war so mies. Und das hat so wehgetan damals. Und ich habe mich damals noch gewundert, eben weil ich ja wusste, es war nur eine Affäre. Warum tut das so weh? Und damals habe ich mir gesagt, ganz ehrlich, ich werde mich nie wieder verlieben. Nie wieder. Das klingt jetzt merkwürdig, ich weiß. Ja, man kann man eigentlich nicht so wirklich beeinflussen. Aber doch, man kann es beeinflussen ein Stück weit. Man kann es wirklich ein Stück weit beeinflussen. Und ich möchte das auch. Ich möchte es beeinflussen. Insofern, dass ich sage, ich werde definitiv mich nicht mehr verlieben. Das Ding ist ja, du bist jetzt nicht, du siehst ja nicht eine Frau oder in meinem Fall halt, du siehst jetzt nicht eine Frau und dann bumm, bist du K.O. Das war bei meiner richtigen Frau so, ja, okay. Ja. Aber ich bin jetzt auch keine 20 mehr. Ne? Also, ich halte es sowieso ein bisschen mehr so mit Liebe, die aufbaut auf etwas. Ja, nicht so Liebe auf den ersten Blick ist immer so ein bisschen, ja, weiß ich nicht. Wie wenn du mit einem knurrenden Magen am McDonald's vorbeigehst und sagst, boah, das ist das einzig wahre Essen. Ist ja auch nicht, weißt du ja auch. Ja, aber du futterst dich trotzdem voll bei McDonald's, obwohl du weißt, es ist eigentlich ein Scheißessen. Ja, vielleicht ein böser Vergleich, aber ja, jedenfalls habe ich mir damals geschworen, ich werde mich nie wieder verlieben und seitdem versuche ich auch die ganzen Sachen ein bisschen differenzierter zu betrachten. Diese Ränder nerven mich ein bisschen. Jetzt bin ich natürlich unbeliebt bei allen Leuten, die halt an die wahre Liebe glauben, an die Romantik glauben und ach, weiß ich nicht. Auch meine Bekannte hier hat die mit ihrer Affäre. Ne? Ich habe ihr auch gesagt, ey, du bist Ende 30, du wirst bald 40. Du kannst doch nicht mehr so naiv sein und da wirklich an eine wahre Liebe glauben. War ich ein Arsch. Aber ganz ehrlich, dann bin ich halt ein Arsch. Dann bin ich, ach, guck an. Ha. Dann bin ich halt ein Arsch, der meines Erachtens die Wahrheit sagt. Ah, wo war denn das jetzt? Wo kann ich denn jetzt hier wieder rein? Raus. Ach hier, oh mein Gott, ich sehe das doch nicht. Dann bin ich halt ein Arsch. Dann bin ich halt auch gerne ein Arsch. Aber es sind so Sachen, die tilten mich dann auch wirklich. Wenn dann solche Leute, von denen ich eigentlich glaube, dass die gar nicht mal so blöd sind, dass die echt so blöd sind. Ja, ich kann es ihnen anders sagen, ne? Da machst du auch nichts. Du guckst nur doof aus der Wäsche. So, wir haben wieder ein bisschen was, Leute. Ist jetzt nicht so großartig viel, aber wir haben wieder ein bisschen was. Habe ich wenigstens schon als Stein. Gut. So, Stein, Stein, Stein. Ich tue es jetzt einfach mal rein. Einfach damit ich das Gefühl habe, ich habe was geholt. So, time set day. Ich will ja jetzt nicht hier, ne? Gut, Holz muss nicht sein. Kies. 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 Und zwei Stacks? Drei Stacks. Na gut, guck mal. So, was haben wir hier? Eisen. Schmelze ich wieder ein, aber ich werde natürlich, Leute, ich werde natürlich im Kreativmodus hier halt ein bisschen nachbessern. Also hier allein schon, was ich hier an Redstone hatte und an Diamanten und Glowstone und so weiter. Glowstone. Glowstone könnte ich mir aber auch so holen, ne? Habe ich Behutsamkeit auf meiner. Nö. Also, ich gehe mal kurz rein und gucken. Ich gehe mal kurz rein und gucken. Boah, dieses Deutsch, ne? Ich gehe mal kurz in den Nether. Ganz kurz nur. Ist auch auf Peaceful, ne? Dauert ja nicht lang. Gucken, ob ich da irgendwo ein bisschen was sammeln kann. Wir haben jetzt gerade mal 14 Minuten. Und ich habe mich jetzt über Pseudoromantik und Affären jetzt ausgekotzt. Mehr als genug. Wollte ich eigentlich gar nicht so sehr. Aber es sind halt Sachen, die tilten mich. Mich tiltet Unvernunft und Dummheit. Erst recht bei Leute. Also wenn jetzt meine 17-jährige Tochter ankommen würde und sagen würde, ich bin verliebt und das ist der eine und der ist anders und der ist besonders und den würde ich niemals verlieren. Und solche Sachen, ich sage, pass auf, mein Schatz, du bist 17, träum ruhig weiter, ne? Ist schön, genieße die Zeit. Aber ja, ne? Bist halt 17. Aber eine fast 40-jährige? Boah, nee.
Nee, weil da fehlt mir totales Verständnis für. Nenn mich ruhig herzlos oder ein Arschloch oder was auch immer. Könnt ihr ruhig alles machen. Könnt ihr ruhig gerne sagen. Wie war das nochmal hier? Ich habe keine. Ah, guck mal hier. Jetzt sehe ich es wieder. Hier kriegt man schön Erfahrung. Erfahrung brauche ich. Ich möchte gerne wieder ein paar Sachen verzaubern. Und ich möchte auch langsam mal wirklich auf Diamantenjagd gehen. Ja, ihr merkt es schon, ne? Ich habe ja letzte Folge noch gesagt, ja, ne, so viel Bock habe ich nicht. Und jetzt habe ich hier schon wieder 3 Folgen aufgenommen und habe schon wieder Bock für zukünftige Projekte. Na. Aber ich möchte gerne generell für die Zukunft, wenn ich jetzt mal weitermache mit Minecraft, wirklich auch meine Diamantrüstung und die dann auch verzaubern und so weiter. Ob ich ins End will, weiß ich noch nicht. End ist immer so. Oh, kann man machen. Muss man aber nicht, ne? Weil ganz ehrlich, wer will den Enderdrachen sehen? Will doch keiner. Also ich glaube, richtig hyped werde ich erst wieder auf Minecraft, also richtig, richtig hyped, wenn 1.14 draußen ist. Ist aber verständlich, oder? Sag mal, kriegen wir hier kein Glowstone mehr? Habe ich hier jetzt alles abgefrühstückt? Sachen Glowstone? Kannst du mir noch nicht erzählen? Quatsch. Alter. Ja, gib mal hier ein bisschen Stein. Ich glaube, hier hatte ich auch. Oh. Ah, cool, guck mal hier. Weil ich gleich auch fresse, wenn ich nicht aufpasse. So, ist mir aber egal. Ich will wieder zurück. Und da mache ich auch Schluss für heute. Aber ich will jetzt zurück, bevor ich dann in der nächsten Folge hier im Nether anfange. Und einfach schlicht und ergreifend nicht weiß, wo ich bin. Oh mein Gott, Hilfe. Also kann man sich auch leicht in der Erfahrung zurecht klopsen. Einfach diesen Netherquarz hier nehmen. So, hier kann man vernünftig runter. Lalalala. So, liebe Leute. Ich mache mich da mal wieder vom Ackermann. Nein, keine Diskussion über den Ackermann. Die Zeiten sind vorbei. So, die Zeiten sind vorbei. So, weißt du. Ich bin jetzt mal, na, ich esse mir hier ins Haus. Oder hier. Ich gehe einfach mal rüber. Ich mein altes Haus. Nö, nö. Und die Siedlermusik im Hintergrund. Ach, das waren noch Zeiten. Siedler 3 war es, glaube ich. Oder 2? Ne, das war 2. So, kann ich jetzt wieder hier? Ach ja. Wäre eigentlich schade, das hier alles aufzugeben, oder? Ich meine, mein Gott, lieber Leute. Das ist doch schon, ne? Ist doch nicht schlecht. Gut, liebe Leute, pass auf. Ich mache hier erstmal Schluss. Ne, ich habe genug gebabbelt jetzt. Jetzt habe ich mal wieder Bock auf ein bisschen Privatzocken und so weiter. Muss ja auch mal sein. Ja, lieben Dank fürs Einschalten, fürs Dabeisein, fürs Zuhören, fürs Kommentieren, sofern ihr kommentieren wollt. Ich würde mich sehr freuen. Ja, freuen würde ich mich auch darüber, wenn ihr morgen wieder mit einschaltet oder morgen oder wann auch immer ich die nächsten Folgen aufnehme und dann hochlade, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Gut, in diesem Sinne alles Liebe, alles Gute. Tschüss.